Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer absurd schnellen Folge von Grandia. Tja, wie ihr seht, ich habe vorgespult und zwar habe ich ganze 20 Minuten einfach mal vorgespult. Ja, in 2 Minuten habe ich einfach mal da reingepackt, weil ich fand, das war einfach super langweilig. Ich hatte nichts Interessantes zu erzählen. Ich dachte, ich mache das mal ein bisschen lustiger mit cooler, stimmungsvoller Musik aus Varioland 2 direkt daraus importiert und hier eingefügt. Und ich dachte, es ist eigentlich ganz witzig, mal Grandia in dieser absurden Geschwindigkeit anzugucken, weil die Kämpfe, die haben sich gezogen und gezogen. Und dieses Sonderszenario, es ist so furchtbar groß und ich bin immer noch nicht fertig. Und am Ende musste ich sogar abbrechen, weil mein Speicher voll war. Ja, meine ganze Festplatte ist vollgelaufen, weil ich einfach so viele Aufnahmen hatte. Die musste ich alle löschen und ich habe immer nur noch 50 GB frei. Das ist nicht gerade viel für Let's Player-Verhältnisse. Ja, die gerade besonders wie ich mal gerne länger aufnehmen. Das ist ein bisschen doof, aber ich habe ja eine externe. Da ist alles gut. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Neuigkeit Nummer 1 ist traurig. Neuigkeit Nummer 2 ist eigentlich eher mehr, ja, die ist was für Grandia. Aber die erste Neuigkeit, die traurige: Lemmy von Motorhead hat uns leider verlassen. Rust in Peace, Lemmy. Ich liebe Ace of Spades. Ich liebe dieses Album. Ich liebe Motorhead. Also Ruhe in Frieden. Ian Fraser heißt er mit seinem bürgerlichen Namen. Aber alle nennen ihn eigentlich nur Lemmy. Den guten alten Bassisten, der mehr Gitarrist als Bassist ist. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie weit wir denn hier sind. So, oh nein, ich kann das Teil hier gar nicht benutzen. Okay, ich muss noch ein bisschen labern, bis wir dann zu dem eigentlichen Gameplay kommen, denn ich fand die letzten 20 Minuten doch noch ganz witzig. Da waren auch ziemlich harte Gegner dabei. Deswegen gibt es jetzt nochmal den normalen Let's-Play-Verlauf. Anstatt eine Stunde lang Gekloppe, habe ich einfach mal rotzfrech vorgespult. Das fand ich einfach besser, ja. So, jetzt habe ich sogar zweimal gesagt. Auf jeden Fall, ich habe einen YouTube-Kommentar gelesen in einem anderen Grandia-Let's Play. Ich habe mich natürlich informiert, ich informiere mich mal. Und da hat einer etwas ganz Gutes geschrieben. Und zwar, es gibt insgesamt 3 Sonderszenarios. Das, was wir gemacht haben, das Traumhaus, das war das kürzeste und das coolste. Und hier kommt das zweitlängste, das ist der Soldatenfriedhof, den wir gerade machen. Und das dritte wird nochmal größer sein. Und das wird in der Savanne stattfinden, wo wir auch nochmal ein Mana-Ei finden sollten. Oh Mann, das kann ja was werden, hey. Ach du Scheiße, das wird nochmal größer und ich weiß nicht mal jetzt, wo ich hinlaufen soll, was ich tun soll in diesem großen Labyrinth. Na, alles Weitere werdet ihr jetzt in dem normalen Let's Play-Verlauf erfahren. Also, es geht einfach weiter, es geht 20 Minuten, das ist doch ganz okay. Ich habe vorgespult, das Billige ist raus, bis gleich. Wir sollten uns... Oh, wir sind in diesem Raum. Da ist das Juwel. Ah, da haben wir alte Kollegen, wisst ihr noch? Sind wir denn jetzt schon am Ende? Tja. Wie sieht's aus mit dem Inventar? Das müssten wir dann gleich... ich würde jetzt erstmal so machen. Erstmal alle heilen. Jupp, alle aufgefüllt. Ja, sorry, ich musste noch mal kurz niesen. Jetzt muss ich mir merken, Minute 26 und Minute 45. So, jetzt die Gegenstände. Ich möchte was weglegen. Und zwar, das große Schild habe ich gar nicht mitgenommen, ne? Was könnte ich da weglegen? Zaubertrank, Ultratrink. Sucht nach seltenen Gegenständen. Okay, dann werde ich das jetzt mal weglegen. So, her damit. Und jetzt kommen die Gegner raus, oder? Was ist denn? Feuerschärpe, ja, geh mal her. Hallo? Und jetzt? War's das? Oh, hier geht's weiter. Tja, das war noch nicht das Ende. Ich dachte, jetzt kommt noch der Bossfight und dann können wir raus. Aber wir müssen hier weiter. Hier geht's noch in die nächste Ebene. Soldatenfriedhof. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Real Deal. Real Deal. So, das sieht ja schon mal etwas bekannter aus. Erinnert mich ein bisschen an dieses eine Dungeon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es hieß. Das, was ganz am Anfang war. Hier sind einfach solche Gemäuer. Das war so eine Art gelbes Riesendungeon. Wenn wir es vielleicht richtig anstellen. Hier geht's hoch, da geht's. Hier sieht's gerade aus. Oh, in Ordnung. Da liegt noch Geld. Ob wir das haben wollen?
Ja. Oh, da kommen uns gleich Gegner hinterhergesprungen. Teufeljuwel, Manuel, wertvoller Edelstein, keine Wirkung. Tja. Legen wir ihn weg. Was war hier jetzt? Da ist doch einer hinterhergesprungen, wenn ich mich nicht irre. Und wir kommen da wieder rüber? Wir fallen runter natürlich. Super. Ah, der ist runtergefallen, der Typ. Also das wird hier nochmal richtig lustig werden. Mann, Mann, Mann. Was machen wir denn gegen die Wölfchen? Was machen wir gegen die? Gute Frage. Ich versuch's einfach mal mit unserer Standard-Feuersäule. Der eine macht Pause, okay. Ist irgendwie immer noch doof, dass sie die Keule nicht in der Hand hält, die gute alte Milda. Das verwirrt mich ein bisschen. So, sterbt ihr? Nein, natürlich nicht. Dann werden wir es mal mit härteren Geschützen versuchen, und zwar V-Slash. Oder ich mache gleich härtere Attacken. Vielleicht finden wir ja später nochmal vor dem Endboss eine Heilungsstation und mit ihm greife ich mal normal an. V-Slash! Bam! Geh down! Was? So stark? Und Rapp macht mit seiner Kack-Attacke mehr Schaden? What the fuck? Und Fina? Wie viel Schaden macht sie? Null. Na dann. Einmal knistern. Feel the power of ice. The power of ice. Wie er das sagt. Tja, Eiszeit-Minion. Nur 44. What the fuck. Okay, Rapp, erledige mal die Sache. Mit seinen Wurfattacken ist er einfach klar im Vorteil. Das männliche Äquivalent zu. Der gute alte Rapp. Rabbidi, Rabbidi, Rapp. So, der Rabbi. Och nö. Was machen wir denn jetzt? Oh, ich glaub's nicht. So viele Gegner. Also langsam habe ich echt keinen Nerv mehr für die. So, Fina, Heulschlag bitte. Und danach sollten wir es eigentlich gerade nochmal einsetzen. Aber ich glaube, es geht schneller mit den normalen Attacken. Aber warum muss ich in der Aufnahme immer so einen hässlichen Schnupfen haben? Das ist echt doof. So, erledigt ihr die Sache jetzt bitte mal. Doof gekloppt und fertig ist. Na endlich. Gut gemacht, Justin. Braver Justin. Der dämliche Soldatenfriedhof. Jetzt bin ich mir fast unsicher, ob ich das letzte Szenario auch machen sollte. Hier ist einfach der Metallvogel und hier geht's weiter. Ja, natürlich. Da kommen die einfach runtergepäst. Aber mir könnt ihr es nicht aufnehmen, lieber Cerberus. Wir haben nämlich noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ich will eigentlich das Ende hier sehen. Mein Gott. Heuschlag bitte. Sterbt doch alle mit einem Schlag, bitte. Das wäre super. Windstufe geht hoch, aber mehr Schaden machen wir auch nicht. Los, Leute. Macht sie fertig. Einmal, zweimal und vierer auch nochmal. Auf den da bitte. Geht doch. Das war ein schneller Kampf. Alter, das ist echt ein Witz. So wenig EP. Der Wahnsinn, hey. Alles klärchen, Bärchen. Wo geht's jetzt hier lang? Warum sind hier immer solche... Was ist hier denn? Was ist hier? Soldatenfriedhof B3. Sagt mir jetzt nichts? Nee. Wir sind nicht von hier gekommen. Und wir müssen jetzt in die B3 rein. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Okay, hier ist B3. Nee, hier waren wir noch nicht. Ah! Hinterhalt? Nee, oder?
Welche Attacke setzen wir hier ein? Wisst ihr was, wir machen heute... Wir machen es heute mal lustig. Bam! Ja, komm schon, Fina. So. Was sollen wir mit Justin machen? Greifen mal normal an. Und die guten alten Rapp auch. Aber ich glaube, Fina schafft das schon alleine. So, was, nur einen? Nur einen einzigen getroffen? Ist ja doof. Und dann nicht mal besiegt. Ja, wir haben auch tolle Fähigkeiten, du Arschloch. Was, nur 5 Schaden? Nicht schlecht. Okay, Milda wird das erledigen. Justin macht kaum Schaden damit, deswegen werden wir mal... Ich setze es mal einfach ein. Mal sehen, was das jetzt genau macht. Es macht ihn dümmer, steht da. Also, Dummheit. Hier. Eine Stunde Lochis angeguckt. Irgendwie ist Rapp mit den Wurfgeschossen einfach hier klar im Vorteil. So. Was wird die gute alte... Wir machen einfach mal das hier. Wenn wir eh schon alle Punkte verbraucht haben. Ja, komm. Das schafft ihr jetzt gemeinsam. Oh, so viel Schaden. Das ist echt... Die Wölfe regen mich auf. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das dieselbe Stelle ist, an der wir vorhin runtergefallen ist. An der wir vorhin runtergefallen ist. Sind. So. Oh mein Gott, wir haben erst 3000 Erfahrungspunkte und wir haben gefühlte 5000 Gegner besiegt. Och nein, da ist ja noch einer. Dann schnell hier raus. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir lang sollen. Was ist das hier? Sag mir jetzt nicht. B2. Oh nein. Wir sind echt voll in die falsche Richtung gelaufen. Da sind wir als erstes hin. Da unten war Hundi. Nee, was ist hier? Warte, ich guck mich genau um. Ah, da unten sind sie auch. Jetzt kommt er angeschissen. Nee, sie können da gar nicht lang. Haha! Geht's da denn weiter? Da ist auch nochmal Hundi. Ja, dann haben wir keine andere Möglichkeit. Ich versuche mich mal hier lang zu schlingeln. Tatsächlich, ich habe mich einmal lang geschlingelt. Na, hallo? Aha, aufgenommen. Okay, wo sollen wir denn lang? Der kann da einfach nicht lang. Ich habe keine Ahnung. So Leute, sorry, ich habe mir nochmal die Nase geputzt. Ich hoffe, dass es jetzt wieder geht mit mir. So, jetzt werde ich erstmal das Flammengeschoss aufpacken. Ihr werdet jetzt alle verrecken. Mini-Jungs, Mini-Wölfchen, Mini-Hunde. Ich hasse sowas. Was können wir denn alles einsetzen? Flammengeschoss nützt nichts, dann werden wir es mit Wind versuchen. Also hier müssen wir wirklich kämpfen, kämpfen, kämpfen. Oh Mann. Wie ich das bloß aufteilen soll. Was können wir machen? Reichweitenangriff mit Feuerbällen. Okay, dann triff auch mal mehrere, Minion. So geht es gar nicht. Komm schon, Rapp, mach's jetzt mal alle fertig. Ich will mal Ergebnisse sehen hier. Oh, Rapp. Du musst stärker werden. Ich brauche mehr Reichweitenangriffe. So, Milda, du wirst dich mal mit den Wolfsmännern prügeln. Einmal. Nein, die Wolfsmänner. Was können wir noch so machen? Ein Feind, ein Feind. Mann, immer nur ein Feind.
Okay, dann werdet ihr jetzt mal Erdmagie genießen. Ich hoffe, das beeindruckt sie. Ich glaube, Elektro haben wir auch schon eingesetzt, ne? Auch kaum Schaden. Mann. Was machen wir denn da? Heuler hätten wir noch. Heilen. Alle heilen. Ja. Ist aber auch ganz schön beschissen, die Lage hier. Ich werde es einfach nochmal mit Heuler versuchen. Vielleicht klappt das ja. 100, geh down. Get down, get down. What the fuck? Rapp, jetzt erledige die Sache mal hier. Das kann's ja nicht sein. Oh, das nervt so, dass man das immer neu auswählen muss. Ja, ich will alle angreifen. Stellt euch vor. Nee, nicht schlecht. So. Waren da jetzt noch mehr? Yeah. Kann man da runterfallen? Ja, kann man. Und wir werden gleich wieder... Wir sind wieder in B4 Westen. Und ihr da... Wo sollen wir denn hin? Wo waren wir überhaupt? Ich werde jetzt mal immer versuchen, tiefer zu gehen. Das scheint eine gute Möglichkeit zu sein. Okay. Da kommt schon wieder Hundi und der hat irgendwie so ein komisches Viech im Schlepptau. Wolfsmann und Raumzeit, irgendwas. Okay, wir müssen uns jetzt wirklich eine Taktik gegen die Wölfe einfallen lassen. Auch wieder nur ein Feind attacken. Ich werde es jetzt mal mit Boom Pow versuchen. Vielleicht nutzt das ja was. Wenn, dann werde ich nochmal eine stärkere Elektroattacke einsetzen müssen. Also, viel Schaden machen wir hier echt nicht. Der ist gerade auseinandergefallen, okay. Rapp, du wirst dich mal um einen der Wölfe kümmern. Und die liebe Fina. Mir fällt einfach nichts anderes ein, außer der Heulschlag und die Feuersäule. Setzen wir das jetzt einfach mal ein. Wir müssen sie so schnell schwächen wie irgend möglich. Ist ja echt lustig, dass die einen nur da an der Seite dran stehen und kaum was machen. Aber es ist gerade gut, dass sie da nicht rausgeschissen kommen. Oh mein, Rab ist der Einzige, der hier vernünftigen Schaden macht. Warum auch immer. Und den auch gleich besiegen, bitte. Raumzeit. Okay, nur ein Punkt. So. Ich versuch's jetzt einfach nochmal mit Fina. Rapp ist ja auch gleich wieder am Start. 0 Punkte. Sehr schön. Rapp macht wieder die... Macht's wieder, oder? Alter, wir haben nur einen Typen, der anständigen Schaden macht. Und Milda. Nicht mal hierfür kriegen wir 200 Erfahrungspunkte. Gegen solche starken Gegner. So, da sind auch noch mal welche. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Hier ist eine Tür. Hallo? Hä? Was ist das? Ein riesiges Schlüsselloch. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ob man für das Schlüsselloch einen Riesenschlüssel braucht? Den sollten wir auf jeden Fall gleich mal finden. Wir sind auf jeden Fall schon mal in der richtigen Umgebung. Gut, dass wir da runtergefallen sind. Dann mussten wir den ganzen Weg nicht laufen. So. Oh nein, da geht's ja noch tiefer. B5. Das heißt, wir müssen wieder zu B4 und dann in... Oh, das wird ja nochmal megamäßig hier. Kann ich nicht einfach gegen den Endboss kämpfen, bitte? Hallo? Yeah. Was? Natürlich. Da liegt noch ein bisschen Knäckebrot auf der Seite. Für hungrige Abenteurer. Alter, hier wird uns echt nichts geschenkt hier im Soldatenfriedhof. Aber ich werde nicht verlieren. Oh, ich bin ja bei Rapp. Na gut,
Dann werden wir, was war bei Rapp nochmal? Er konnte ganz guten Schaden machen, oder? Okay, dann gehe ich erstmal auf die Cerberus. Fina hat auch ganz guten Schaden gemacht. Und Milda auch, sowieso. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig ausgewählt. Nee, nur Justin kann nicht so gut Schaden anrichten gegen die Typen, warum auch immer. Da braucht er einfach einen anderen Gegnertyp, damit er das schafft. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier schaffen können, aber wir dürfen uns jetzt nicht mehr verlaufen. Dann haben wir den Soldatenhügel so gut wie geschafft. Mann, und es gibt nochmal einen größeren Dungeon. What the fuck? Noch ein bisschen Knäckebrot. Was macht das? Allzweck. Plus 1 Stärke, plus 1 Lebenskraft, Klugheit, all... Alter, das ist ja richtig stark. Benutzen. Her damit. Für Justin bitte einmal ein bisschen Verstärkung. Was? Was stand da gerade dran? Aha. Da müssen wir hin. Ja. Was macht ihr mit mir? Sag jetzt nicht, ich muss da irgendwie gezielt drauf runterfallen. Leute. Ich will da hin. Sag mir dann... Oh, sag mir jetzt nicht, da ist der Schlüssel drin und ich muss da gezielt drauf runterfallen. Wenn ich jetzt nach oben gucken könnte... Ey, ich raste aus. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Alter. Wir müssen eine Stufe höher irgendwie. Und dann sind hier auch noch die ganzen Blödmänner. Eine Stufe höher. Und dann... Oh nein, Speicherplatz freigeben. Oh shit, ich muss die Folge abbrechen. Sorry Leute, mein Speicher ist voll. Ich muss jetzt ganz schnell abbrechen. Also, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ich versuche gleich weiterzumachen. Ciao Leute.